Eine Dyson-Sphäre, genau dahin. Go. Ich könnte natürlich auch ein zweites Konstruktionsschiff dahin fliegen. Weißt du, aber das ist ja... Nee. So, 70.000. Wo sind die? Hier. Die machen unsere Wirtschaft aber nicht platt. Was ich faszinierend finde. Das wird sich... Und immer noch dieses Röcheln im Hintergrund. Es ist furchtbar. Was macht ihr jetzt eigentlich da drin? Habt ihr jetzt irgendwie mal... Angriffslust oder so? Nee. Okay, alles klar. Okay. So, unsere Schiffe repariert. Und werden gerade aufgerüstet. Sag mal, der hüpft hier, wie er lustig ist, durch die Gegend, oder? Die Sonne wäre natürlich auch noch cool. Wandert der jetzt nach Kormagos? Wenn ja, dann... Sekunde, wir schicken die gleich nach Kormagos. Technologie, was haben wir denn da? Quantendestabilisator. Okay, cool. Warte mal, sind die... Die sind jetzt wahrscheinlich noch nicht aufgerüstet. Ja, pfeift drauf. Pfeift drauf. Was hätten wir denn dann noch? Physiklabor, Stufe 3 und 4. Satramengas, Kolonieentwicklungsgeschwindigkeit und Singularitätskern. Ach, das ist die Geschichte mit dem gefangenen schwarzen Loch. Neues Gebäude, Singularitätskern. Erhöht die Forschungsgeschwindigkeit um 5% und produziert... Oh, ja, okay, das machen wir mal. So. Unsere Schiffe sind unterwegs, wir haben trotzdem noch Pluswerte. Das finde ich faszinierend. Kann es mir zwar nicht erklären, aber es ist dennoch faszinierend. Sag mal, fliegen die jetzt dann mal nach Dingsbums oder fliegen die jetzt dann mal nach Dingsbums? Wo sind die denn? Die laden gerade noch ihre komischen Antriebe auf, so wie sich das anhört. Oder er weiß nicht, wo er sie hinschicken soll und gibt andauernd Fortbewegungsbefehle und bricht sie gleich wieder ab. Warte mal. Auf dem Weg nach Aurelia. Ja, toll. Und ich habe jetzt unsere Hauptflotte darüber geschickt. Das war dämlich. Nein, Aurelia. Oh nein. Nein. Unsere Festung, die da steht. Habe ich die da eigentlich gebaut? Ich glaube eher nicht. Dammit. Ja, ist ja gut. Wo bleibt unsere Verstärkung? Macht sie platt. Tötet sie. Go. Was wie Building Destroyed? Pissnelken. Ja toll, er hier, Kraftwerk 4 beschädigt. Können wir das reparieren? Hier gleich mal einen neuen Dingsbums bauen. Einen Dingsbums bauen. Ach, die zerstören es immer gleich wieder. Ich sollte vielleicht warten, bis die hier fertig sind. Und die haben keine Schilde mehr. Alter, hast du gesehen? Boah, meine Fresse. Hast du gesehen, als die Schutzschilde vom Feind weg waren, wie schnell wir den dezimiert haben? Krass. Okay, das war echt... Das war gigantisch. Construction complete. Ja, die sollen ja einfach nur in Orbit einfliegen. Hier, Raumhafen auch noch aufrüsten. Ach so, mir fehlen jetzt die Ressourcen dafür. Stimmt, da war ja was. Oh, der baut jetzt seine Dyson-Sphäre. Ist bei... Ja, 18%. Könnte also eine Weile dauern, bis der hier fertig wird. Aber die produziert hoffentlich genügend Energie, um uns zu retten. Hoffentlich. Schauen wir mal. Was macht das andere Schiff? Das ist bei Bridge. Kann man ja auch eine Megastruktur hinsetzen. Habitat. In Habitaten, die generell auf 12 Felder beschränkt sind. Ah, schade. Kann man nicht größere Habitate bauen? Das wäre lustig. Forschungsnexus erhöht die Forschung. Logischerweise. Okay. Ja, okay. Das heißt, wir können momentan eh nicht in die Produktion gehen. In die Schiffsproduktion, meine ich. Was aber auch wieder ein bisschen unglücklich ist. Das heißt nämlich, wir müssten momentan schauen, dass wir mit dem auskommen, was wir haben. Und wir sind jetzt bei einer 106.000er Flotte. Die werden wahrscheinlich gleich wieder stärker sein, wenn die Reparatur abgeschlossen ist. Aber
Das kann noch eine Weile dauern. Die Frage ist, was machen die Vollpfeifen hier? Weißt du, die sitzen einfach nur hier und trinken Tee und glotzen ihre Sonne an und... Da haben sie sogar noch eine 111.000er Flotte. Haben sie die neu gebaut gerade? Die haben sie wahrscheinlich neu gebaut. Da habe ich jetzt überhaupt nicht aufgepasst. Was macht eigentlich der Planet hier in unseren Sektoren? Da haben wir ja gar nicht reingeguckt, ne? Die sind aber relativ aktiv, also relativ stabil. Was produzieren die denn an Energie? Gamma Prime hat minus 2. Aha, ich kann also Minuswerte auch übertragen, oder was? Das ist ja nett. Ansonsten sind sie alle im grünen Bereich. Gamma Prime. Gamma Prime. Können wir hier... Construction complete. Ach, alter Schwede, der ist ja überwiegend auf Dingsproduktion gegangen. Ja, gut, das können wir mal alles aufrüsten. Es kommt ja uns im Endeffekt zugute. Aber rein technisch... Ja, der hat keine Energie. Das ist das Problem. Wo ist ein Gamma Prime überhaupt? Das da ist Gamma Prime. Willst du mich veräppeln? Warte mal. Was passiert denn, wenn wir Gamma Prime einfach schließen? Dann gehen 7000 von den Dingern verloren. Oder wir sagen Sektor verwalten und machen ihn dann klein. Ja, dann erhalten wir nämlich jetzt auch wieder sehr viel mehr. Ich glaube, das lohnt sich eher. Wobei die Ressourcen halt jetzt verloren sind, definitiv. Also diese 7000 Mineralien. Aber macht nichts, die haben wir eh relativ schnell wieder drin. So. Dann haben wir jetzt nämlich auch wieder eine größere Flottenkapazität. Es gibt wieder einen Planeten mehr unter unserer Kontrolle. Schauen wir mal ganz kurz, ist es wieder alles aktiv, so wie es sein soll? Ja, läuft doch ganz gut. Läuft doch ganz gut soweit. Die Forschung braucht wieder eine halbe Ewigkeit, bis es soweit ist. Könnt ihr euch schon aufrüsten? Ist der schon fertig mit seiner Baureihenfolge? Stufe 5 wird gerade noch gebaut. Ja, pass mal auf, dann sollen die sich aufrüsten. Was ist fertig? Achso, das Ding hier. Ja, nee, ist okay. Alles klar. Ja. Gott, wenn die ganzen Roboter nicht so ewig brauchen würden, bis sie fertig sind, ne? Das wäre ein Träumchen. Oh, guck mal hier. Ich liebe es, wenn man Sachen verbessern kann. Finde ich super. Was macht eigentlich unser Tech-Dingsbums? Produziert plus 71 Energie. Alter, wir könnten hier sogar einen Erlass drauf klatschen, dass wir sagen, okay, push mir die Energieproduktion, die bei plus 452 ist, nicht schlecht. Alter Falter. Ist gar nicht mal so übel. Ja, nee, gar nicht mal so übel. Armeen könnten wir dann natürlich hinsetzen, die sinnvoll wären. Wie ist es eigentlich, wenn ich... Huch. Wenn ich Megakriegsformen nehme, das sind ja Angriffsarmeen, sind die dann trotzdem imstande, das Ding zu verteidigen? Wenn jetzt Angreifer kommen, rein theoretisch, ich weiß es nicht. Chips upgraded und sind jetzt bei 106.000. Waren die nicht vorher bei 106.000, irgendwas? Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich hätte es verschlechtert und nicht verbessert. Kann schon mal vorkommen. Apropos, wir haben doch eh diese neuen Systeme, oder? Oder haben wir die schon? Warte. Ingenieur, standardisierte Schlachtschiffe. Wo ist es denn? War das nicht hier irgendwo? Physikforschung? Da, die Quanten, die Stabilisatoren. Inhibitor. Achso, das ist Verteidigungsstationen, Verteidigungsplattform und Verfestung, also gar nicht für Raumschiffe. Ach so. Okay, so viel dazu. Hat sich schon erledigt. Ich finde es übrigens faszinierend, wenn wir hier einen Energiekern rausnehmen, dass dann die Energie zusammenbricht. Wobei, nee, so nicht. So funktioniert es tatsächlich. Okay, speichern wir den. Wir brauchen irgendwie Waffen, Mittel und bla bla bla, um feindliche Schutzschilde zu durchdringen.
Das wäre, glaube ich, ganz angenehm. Das wäre, glaube ich, richtig angenehm. Haben wir hier überhaupt was? Kinetische Artillerie plus 33% Schildbeschädigung und die KI-Raketen plus 15% Schildbeschädigung. Was? Phasendisruptor plus 200%. Dyson-Sphäre ist abgeschlossen. Ja, cool. Sich die Energie der Sterne nutzbar zu machen, ist schon seit Anbeginn der Zeit ein Traum der zenturionischen... Ja doch, zenturionischen Ingenieure gewesen. Von der kruden Verfeuerung bis hin zur schlechten Solarfusion-Nachahmung. Jetzt sind wir bereit, uns diesen Traum zu erfüllen. Im Akmal-System befindet sich das Christ, auf das wir eine Dyson-Sphäre bauen werden. Sie wird Akmal umgeben und die kataklysmische Energie des Sterns monopolisieren. Wir sind grenzenlos. Geil, okay. Habe ich hier irgendwas geändert? Muss ich ja genau, das Ding da, ne? Warte, ich sage mal speichern. Sekunde, das will ich mir jetzt angucken. Dyson-Sphäre Baustelle. Ach so, und jetzt brauche ich quasi, Alter, 50.000 Ressourcen. So viel kann ich, oh doch, so viel kann ich tatsächlich speichern. Produziert die auch schon irgendwas? Mega Baugeschwindigkeit plus 100%? Ja, ja, wissen wir ja. Die produziert aber momentan noch gar nichts. Na, herzlichen Glückwunsch. Kann ich eigentlich noch eine Wurmlochstation reinbauen? Ja, könnte ich theoretisch. Wollen wir das auch? Eigentlich nicht. Wie kann ich denn die Energievorräte eigentlich erhöhen? Nur durch diese Forschungsdinger, ne? Das ist ein bisschen doof. Es ist in der Tat ein bisschen... Was ist denn jetzt schon wieder? Denkt ihr nicht, dass wir an eurem schlecht formulierten Plattitüden vorbeisehen können? Ihr seid echt eine Nachbildung. Ein hilfloses Durcheinander von Einsen und Nullen, nichts weiter. Ja, ja, hast du richtig erkannt. Ist ganz toll. Bin stolz auf dich. Nein, nicht wirklich, aber man muss ihm mal irgendwas sagen, dass es sich großartig fühlt. Okay, das heißt, wir brauchen Bergbaustationen für das ganze Mineralienzeug. Dann werden wir uns auf die jetzt erst einmal fokussieren. Das Ding könnten wir forschen. Haben wir noch Forschungsschiffe, die gerade nichts zu tun haben? Tatsächlich. A2 ist da unten in Kauboros. Soll der nicht eigentlich die Forschung von Kauboros unterstützen? Kauboros ist gar nicht mehr kolonisiert. Stimmt, da war ja was. Ja, dann sollte er hier mal... Hallo? Hallo? Es geht nicht. Weil er das Forschungsschiff wieder abgewählt hat. Oh Gott, ich bin so ein Hammel. Dann machen wir mal diesen hier. Mal schauen, was wir da drin so finden an interessanten Sachen. Ja gut, die Energieproduktion läuft. Dann können wir jetzt eigentlich schauen, dass wir die Mineralien irgendwie hochpushen. Wobei wir hier weitestgehend überall fertig sind. Ja, bis auf die Dinger hier, aber was soll's. Oh. Je mehr Energie, desto besser. Je mehr Energie, desto gut. Und hier können wir tatsächlich die Dinger aufleveln. Okay, das sollten wir dann tatsächlich angehen. Dann verdienen wir da auch ordentlich Mineralien. Dann sind wir relativ schnell bei den 50.000. Und hier sollten wir die ebenfalls mal bauen. Da fange ich gleich mal an. Beziehungsweise ich glaube, ich baue zuerst die Centurions. Also ich gebe sie zumindest erstmal in Auftrag. Die werden nie und nimmer vor dem Gebäude fertig sein. Das ist mir durchaus bewusst, aber... Hauptsache, wir haben sie schon mal platziert. Ja, siehste, es läuft doch. Es läuft doch. So, okay. Damit hätten wir den Planeten dann soweit eigentlich auch mal... auf Vordermann gebracht. Jetzt wäre es nur schön, wenn ich die Energie-Credits erhöhen könnte, weil 28.000 ist eher lächerlich. Was sagt die Forschung? Braucht noch 32 Monate. Wir pushen ja ohnehin gerade die Ingenieursforschung. Gehen wir mal auf Physikforschung. 28 Monate. Ja, okay. Da ist es gut. 27. Sehr, sehr gut. Wann können wir hier das nächste Ding freischalten? In 83 Monaten? Gut, interessiert mich jetzt sowieso nicht, weil... Egal, was wir machen, es, ja, Bin von dem Rest nicht so überzeugt. Vielleicht
Anomalie gefunden. Was? Ein flüchtiger Scan hat hatte überraschende Resultate zur Folge. Etwas scheint uns ebenfalls zu scannen. Was? Dann scannen gefälligst zurück.